Liebe Mitglieder der Wilhelm von Humboldt Online Schule, ich möchte euch herzlich bei uns begrüßen. Heute möchte ich euch eine kurze Einführung der wichtigsten Funktionen von Teams geben, damit ihr gut bei uns starten könnt. Als allererstes müsst ihr Teams installieren. Dazu müsst ihr Microsoft Teams downloaden, am besten in einer Suchmaschine Teams und Download eintippen. Dann bekommt man schon diese Übersicht. Was ihr braucht, ist der Direktlink von Microsoft Teams Desktop and Mobile Apps. Und dann könnt ihr taktischerweise sinnvoll gleich auf die deutsche Seite schalten. Das ist hier de.de. Es geht aber auch mit der englischsprachigen Version, das ist kein Problem. Und dann geht man hier auf den Desktop herunterladen. Das ist einfach ein bisschen weiter hier unten. Und dann gehen wir auf Teams für Beruf, Schule und Studium, laden uns diese Applikation herunter und installieren sie. Und dann ist auch schon OneNote mit heruntergeladen und installiert. Nachdem man das gemacht hat, loggt man sich dann mit seinem Benutzer an und befindet sich in dieser Umgebung. Typischerweise hat man erstmal dieses Kachelfenster und sobald die Stunden bei euch eingerichtet sind, werdet ihr auch diese Kacheln hier alle sehen. Jede dieser Kacheln entspricht einer Klasse, einem Kurs oder einem sonstigen Team, Personen von Gruppen, die zusammenarbeiten und sie sind immer gleich aufgebaut. Wichtig ist das Thema Gesamtversammlung. Da solltet ihr dabei sein. Wenn ihr nicht dabei seid, ist in der Beschreibung ein Link und da könnt ihr draufklicken und seid dann da drin. Diese ist wichtig, denn dort befinden sich dann alle Informationen über Neuigkeiten oder Dinge, die anstehen. Das wird dann miteinander diskutiert und dort sind alle Eltern, Lehrer und Schüler gemeinsam am Start. So, dann schauen wir uns jetzt mal diese Umgebung etwas genauer an. Wir haben hier an der Seite verschiedene Symbole. Hier oben sind Aktivitäten. Wenn man da draufklickt, das sind so ziemlich alle Dinge, die jetzt irgendwo geschehen sind. Hier beispielsweise wurde eine Aufgabe hinzugefügt, da wurde man zu einem Team hinzugefügt. Aber auch wenn man jetzt erwähnt wurde in irgendeiner Besprechung, dann ist das hier entsprechend drin und dann ist bei der Glocke dann auch ein Zeichen. Das kann relativ schnell unübersichtlich sein, weil da sehr viele Dinge zusammenkommen. Dann haben wir Chat, nicht erschrecken. Normalerweise hat man nicht so viele Chat-Nachrichten, aber hier bei den Chats kann man mit allen Mitgliedern unserer Schulgemeinschaft sprechen. Und wenn ich jetzt jemanden suche, zum Beispiel den Herrn David Schwarz, dann kann ich das hier oben einfach eingeben und dann sehe ich hier Herrn Schwarz und kann ihm dann direkt eine Nachricht schreiben und bin mit ihm in Verbindung. Das funktioniert natürlich auch bei jedem Mitschüler. Und auch bei jedem Lehrer. Dann schauen wir uns jetzt mal die Teams an. Und wir gehen einfach mal in dieses Team, das benannt war als Gesamtversammlung. Das ist ein sehr, sehr umfangreiches Team, was wir hier haben. Und bei diesem Team sehen wir verschiedene Dinge. Hier oben im Kanal Allgemein befindet sich der zentrale Schulkalender. Der ist sehr wichtig, weil da alle Ferien eingetragen sind. Aber auch sonstige Veranstaltungen, die die gesamte Schule betreffen, ist drin. Es befinden sich auch schon Feiertage, aber Achtung dabei, da muss dann hier in diesem Bereich alle Bundesländer stehen oder es muss mindestens Baden-Württemberg dabei sein, sonst gilt dieser Feiertag für uns nicht, denn wir richten uns nach dem Feiertagskalender von Baden-Württemberg. Es sind aber immer alle eingetragen, das kann ich leider nicht verändern. Das ist ein ganz wichtiger Reiter. Und dann gibt es noch einen Reiter Weltkarte. Da wäre es schön, wenn sich jeder einträgt. Da kann man dann erkennen, wo sind welche Personen. Da muss man nicht seinen vollständigen Namen reingeben, sondern man kann auch Vorname und erster Buchstabe Nachname reinsetzen und welche Klassenstufe. Und da kann man dann sehen, wo unsere Schulmitglieder überall über die Welt verteilt sind. Man macht dann einfach hier einen Pin setzen. Und wo man jetzt entsprechend gerade ist, das ist eine schöne Option, um zu sehen, wer ist denn da in meiner Nähe. So, und dann kommen natürlich die Beiträge und da sehen wir ganz viele Dinge, die jetzt entsprechend gerade anstehen und die diskutiert werden, wenn jetzt auch irgendwelche Events da sind, das wird alles hier informiert darüber. Deswegen ist es wichtig, dass alle in der Gesamtversammlung drin sind.
Und dann gibt es noch die sogenannten Kanäle. Da haben wir hier zum Beispiel die Stundenpläne. Sobald diese generiert sind, kann man die anschauen. Dann gibt es auch noch mal eine Schulpinnwand, wo auch wichtige Informationen für Eltern und Schüler integriert sind. Und Quasselkanäle mit unterschiedlichen Ländern, damit man sich auch untereinander gut besprechen kann. Die Dinge hier oben interessieren in der Gesamtversammlung nicht. Die sind dann interessant für die anderen Teams. Ich schaue mal kurz nach. Genau. Ich gehe mal in ein solches Team rein. Also das sind jetzt hier beispielsweise von der 6. Klasse die unterschiedlichen Teams vom letzten Schuljahr. Die sind immer alle gleich aufgebaut. 22, 23, das ist das Schuljahr. 6a bedeutet, das ist die Klasse 6a. Und LSK wäre jetzt beispielsweise Life Skills, das ist Musik. Warum auch immer hier die 5a Musik dabei ist, weiß ich nicht. Und so weiter. Und wenn ich jetzt mal irgendwo reingehe, machen wir mal hier das. Dann sehen wir hier an der Seite sehr unterschiedliche Dinge und diese sind sehr wichtig. Also jedes dieser Teams, Physik, Biologie und so weiter, das entspricht einem Fach. Und dort sind alle Dinge dieses Faches, das ihr braucht. Startseite, das sind einfach ein paar Informationen, wenn der Lehrer sie eingestellt hat. Vielleicht Hilfen, Tipps und Links, die man nutzen kann für das Fach oder auch Dinge, die eventuell anstehen. Dann ein ganz, ganz wichtiger Link ist das sogenannte Klassennotizbuch. Das ist unser virtuelles Heft. Dort wird alles eingetragen. Auch die Schulbücher werden in kleinen Abschnitten da eingebracht. Und wenn man da draufklickt, ist man schon in dem entsprechenden Kursnotizbuch oder Klassennotizbuch von diesem Fach. Man kann auch da drin schon arbeiten. Wenn ich jetzt mal hier reingehe, man geht nie in die Inhaltsbibliothek, da kann man sich Sachen herausholen. Gearbeitet wird immer unter dem eigenen Namen, das ist wichtig. Und ich könnte jetzt hier beispielsweise schon direkt was eintragen, Doppelklick und so weiter und so fort. Das klappt ziemlich gut und ich habe auch verschiedene Möglichkeiten. Aber um richtig gut arbeiten zu können, macht man das besser nicht in der Teams-Umgebung, sondern in der OneNote-Umgebung. Und das ist auch ganz leicht zu machen. Man muss nur einmal hier oben auf in Browser öffnen klicken. Nee, Entschuldigung, in Desktop-App öffnen klicken. Und dann OneNote auswählen. Und dann wird das automatisch verknüpft. Und das Schöne ist, hier in dieser OneNote-Umgebung wird das im Vorfeld schon geladen. Man ist unabhängig vom Internet. Man kann da immer wieder die Sachen machen. Ihr seht, das wird jetzt langsam aufgebaut. Das muss jetzt erstmal synchronisiert werden. Und nach kurzer Zeit hat man dann Zugriff auf alle Sachen. Und dann hat man dieses virtuelle Heft auch, wenn das Internet ausgefallen ist. Und dann kann auch nichts mehr passieren, dass irgendwas verschwindet oder sowas. Deswegen ist es wichtig, das hier zu machen. Aber zur Not könnte man auch schon hier drin arbeiten. Lassen wir jetzt einfach mal im Hintergrund laufen. Und ich zeige euch dann später, wie man das Kursnotizbuch benutzt. So, also das war jetzt hier das Klassennotizbuch. Kursarbeiten ist eine neue Funktion, die kennen wir selbst noch nicht so ganz genau. Wichtig ist aber hier die Funktion Aufgaben. Dort sind nämlich von diesem Fach die Aufgaben drin. Ihr könnt das aber auch über dieses Aufgabentool hier an der Seite machen. Das geht auch. Da ist denn dann von allen Fächern die Aufgaben drin und dann seht ihr, was steht an. Zum Beispiel wäre jetzt hier bis 19. August, heute ist bei mir der 15. August, bis zum Samstag müsste ich diese Aufgabe erledigen. Das ist jetzt hier nur ein Test, deswegen steht es entsprechend so drin, um euch das zu zeigen. Da habe ich mir vorhin die Aufgabe gegeben, diese Seite im Kurs- oder Klassennotizbuch auszufüllen. Da können aber auch andere Dinge sein. Da kann ein Anhang sein oder irgendwie ein Auftrag, der zu machen ist. Am schönsten ist natürlich, wenn es direkt vom Lehrer verknüpft ist. Dann muss ich nur noch hier draufklicken. Und bin dann auch jetzt gleich auf der gleichen Seite, wo ich eben schon war und kann dann meine Aufgaben entsprechend da drin ausfüllen. Wenn ich fertig bin, dann klicke ich dann einfach auf Abgeben und dann ist es weg. Manchmal werden die Lehrer auch noch so Standardverteilungen geben und da sind dann die Informationen, wann kriege ich beispielsweise hier die 100 Punkte, wann kriege ich 80 Punkte, wann kriege ich 40 und so weiter Punkte.
Und sobald ich das dann fertig habe, das klicke ich auf Abgeben. So, dann kriege ich hier ein Stück Pizza zurück. So, und dann ist das entsprechend draußen. Und hier steht auch, dass ich entsprechend abgegeben habe. Und hier oben sind dann noch andere Dinge. Das ist jetzt hier bereits zur Benotung, ist natürlich für den Lehrer, das ist für euch weniger interessant. Aber der Lehrer wird sich dann die Aufgabe anschauen, zumindest manchmal wird er sich die Aufgabe anschauen und eventuell auch Punkte verteilen darauf. Und dann wird das dann bei zurückgegeben sein und dann könnt ihr das anschauen und euch auch die Noten dann über die Noten informieren. Das war dann also die Aufgabenfunktion. Wenn ihr Aufgaben gemacht habt und die sind benotet gewesen oder auch die Klassenarbeiten wurden über dieses Aufgabenfeld verteilt, dann werdet ihr das bei den Noten sehen. Hier beispielsweise ist der Status abgegeben, das ist noch nicht benotet, es gibt noch kein Feedback vom Lehrer. Man kann sich das aber auch nochmal zurückholen, Abgabe rückgängig machen, wenn man was verbessern will, was verändern will. Das klappt aber nur bis zum Abgabetermin und wenn der Lehrer das einstellt, klappt es auch noch später. So. Reflect und Insights sind erstmal weniger interessant für euch, deswegen überspringe ich das. Ich schaue nochmal auf meinen Informationszettel. Gut, dann haben wir nämlich die Aufgabenfunktion auch schon abgehandelt. Hier kommen wir in den Bereich Kalender. Jetzt gehe ich mal in einen anderen Monat, denn während der Ferien sind einfach nicht so viele Einträge. Gehen wir mal in den Juni. Und dann wird schon automatisch angepasst an eure Ortszeit, wenn die richtig eingestellt ist bei euch. Also jetzt beispielsweise, wir fangen ja immer um 14 Uhr an. Das ist bei mir 14 Uhr deutscher Zeit. Das ist bei mir derzeit 6 Uhr morgens in Costa Rica. Das heißt, das wird automatisch richtig angepasst hier drin. Deswegen achtet darauf, dass die Systemuhr auch wirklich stimmt. Und die Ländereinstellung. Und dann müsst ihr nichts Großartiges anderes machen. Ihr seht, dass dann ein Balken ist. Der ist jetzt wahrscheinlich hier irgendwo unten. Ah, hier unten ist der jetzt gerade. Aber in dem Moment, wenn es dann vor der Stunde ist, ist da so ein Balken, der ist davor. Und dann wird das auch schon als blau angezeigt. Und da kommt ein Kästchen und da steht dann Teilnehmen. Aber ihr könnt auch sonst einfach draufklicken und teilnehmen. Und dann seid ihr schon bei der Besprechung drin. Und es geht praktisch los, sobald die anderen Teilnehmer dabei sind. Und es wird auch immer von uns eingestellt, sodass das auch wirklich dann stimmt, was hier drin ist. Gut. Wichtig ist noch, und das ist eine ganz wichtige Information, wenn ihr in einem Meeting drin seid und dann sind irgendwelche Chats, die im Hintergrund noch reinkommen oder sowas, das ist sehr nervig und störend. Deswegen stellt bitte ein, dass diese Information zu diesen Chats nicht weitergegeben wird während Besprechungen. Und das macht ihr, indem ihr hier auf diese drei Punkte geht und dann auf Einstellungen. Dann auf Benachrichtigungen. Nachrichtenvorschau anzeigen würde ich auch deaktivieren. Da sieht man nämlich schon, was die Person gesehen hat. Und wenn ich jetzt beispielsweise meinen Bildschirm teile mit irgendjemandem, dann geht es den einfach nicht an, was da irgendeine andere Person mir geschrieben hat. Und dann geht ihr bitte auf Besprechungen und Anrufe. Und dann hier, das ist wichtig, Stummschalten von Benachrichtigungen während Besprechungen und Anrufen. Das muss aktiviert sein und das ist, wenn es so blau ist. Und dann bekommt ihr nicht, während ihr in einer Besprechung drin seid, nicht die Information, dass da jetzt gerade eine Nachricht reingekommen ist. Das ist einfach sonst zu nervig und man kann sich nicht auf den Unterricht konzentrieren. So. Notizbuch haben wir gehabt, Gesamtversammlung haben wir gemacht, sehr schön. Dann zeige ich euch jetzt nochmal, wie man dieses Kursnotizbuch bedient. Also wir haben gesagt, es gibt zwei Methoden. Erstmal könnte ich das direkt hier drin machen. Das geht, das funktioniert, aber ihr seht, das muss geladen werden, das dauert seine Zeit und so weiter und so fort. Das ist etwas nervig. Und jetzt muss ich mal gucken, jetzt habe ich das jetzt abgegeben. In dem Moment, wenn ich es abgegeben habe, kann ich nicht mehr drin schreiben. Das heißt, jetzt hole ich mir das gerade mal zurück, dass ich wieder schreiben kann da rein. So. Erledigt. So, hole ich mir das zurück, Abgabe rückgängig machen. Und erst dann kann ich wieder reinschreiben. So.
Und jetzt mache ich mir mal das hier auf. Und da sehe ich dann, das ist hier diese Umgebung, die man dann hat. Und ich habe hier verschiedene Kursnotizbücher. Wie gesagt, ich muss es einmal geöffnet haben. Dann verknüpft sich das dann automatisch. Und dann kann ich die unterschiedlichen Kursnotizbücher entsprechend hier aufmachen. Ja, ich gehe jetzt einfach mal da hinein. Und hier ist dann auch wirklich alles drin. Ihr seht, da sind dann auch schon Videos, können damit eingebracht sein, Bilder, Texte und so weiter. Und ihr könnt dann direkt hier reinschreiben oder etwas überschreiben. Ihr könnt aber auch mit dem Tablet, mit dem Stift dann da reinschreiben, mit Zeichnen zum Beispiel, indem ihr dann mit dem Stift da reinschreibt. Ihr könnt aber auch mit dem Text-Tool arbeiten. So, Moment, wo haben wir das jetzt? Zeichnen, auswählen, Schreibbereich einfügen, Stift. Ihr seht, ich habe bisher OneNote für Windows 10 benutzt. Da war es ein bisschen einfacher. Dateiausdruck, Datum, Aufkleber, Zeichnen. Auswählen. Ah ja, auswählen muss man dann klicken. Okay, und dann kann ich einfach irgendwo hinklicken und kann da reinschreiben. Wenn ich etwas reinzeichnen will, dann mache ich das hier. Ich kann auch unterschiedliche Stifte verwenden. Ich kann mir auch irgendwie was highlighten, wenn ich da was haben möchte. Ich kann auch hoch und runter gehen, wenn ich das fürs Tablet nutzen möchte. Ansonsten kann ich ja mit dem Scrollrad arbeiten. Ich kann auch was wieder rückgängig machen und so weiter. Wichtig ist in dem Moment, wenn ich was gemacht habe und möchte wieder was schreiben, klicke ich auf Auswählen und kann dann da wieder das reinfügen. Und wenn ich jetzt aus Versehen ein Bild gelöscht habe oder sowas, kann ich das dann auch rückgängig machen mit diesem Tool hier. Ganz, ganz wichtig ist, ihr seht hier oben, es gibt verschiedene Dinge. Es gibt die Inhaltsbibliothek und es gibt die eigene Version. Und ihr dürft euch nicht, nur der Lehrer kann in der Inhaltsbibliothek arbeiten. Ihr müsst bei euch das Ganze anklicken und dann erst könnt ihr das benutzen. Also nicht in der Inhaltsbibliothek, sondern nur in eurem Bereich das Ganze arbeiten. Aber das könnt ihr den Lehrer dann entsprechend auch nochmal fragen. So, ganz interessant dabei ist auch noch, wenn ihr jetzt beispielsweise etwas verschieben wollt. Jetzt gehe ich mal jetzt einfach mal hier hin und zeichne etwas. So, und dann füge ich zack, zack. Jetzt wieder Zeile, ach da, auswählen, so. Und ich mache jetzt hier einfach mal so ein paar Leerzeilen da rein. Dann seht ihr, das Gezeichnete verschiebt sich nicht. Das ist natürlich doof, wenn ihr jetzt gerade so zwischen reingeschoben habt. Deswegen macht es dann folgendermaßen, da gibt es eine extra Funktion für, nämlich Schreibbereich einfügen. Und wenn ihr das so zwischen rein macht, dann seht ihr, dass sich alles verschiebt und dann habt ihr so ein bisschen Platz zwischendrin und das, was hier reingezeichnet hat, verschiebt sich aber entsprechend auch. So, jetzt räume ich mal ein bisschen auf hier noch. Zeichnen, irgendwo muss auch ein Radiergummi sein. Der ist hier und dann mache ich meine Kritzeleien da einfach mal wieder weg. So, das ist das Kursnotizbuch und eine sehr schöne, einfache Möglichkeit, damit zu arbeiten. So, dann genau, noch ganz kurz das Thema Besprechungen. Wenn ich jetzt hier in einer Besprechung drin bin, dann habe ich verschiedene Optionen hier. Ich kann im Chat kann ich was reinschreiben hier. Zum Beispiel Be Right Back oder BRB. Das ist so das Typische, wenn ich zum Beispiel zur Toilette gehen möchte, kurzzeitig, dann muss ich jetzt nicht unbedingt das dem Lehrer sagen, sondern ich kann das in den Chat reinschreiben und wir wissen das dann. Aber wenn auch irgendwie jetzt ein Notfall ist oder irgendwie das Mikro nicht funktioniert oder sowas, dann können wir das auch da reinschreiben. Wichtig ist, wirklich den Chat sparsam nutzen, nicht irgendwelche Bildchen oder sowas da reinmachen und die anderen ablenken, sondern immer darauf warten, bis der Lehrer den Chat freigibt. Wenn ihr Probleme habt oder wenn es gerade ganz wichtig ist, dann könnt ihr natürlich in den Chat reinschreiben. Oder wenn jetzt beispielsweise eben das Mikro nicht funktioniert,
dann geht es auch damit, aber jetzt nicht irgendwie irgendwelche ablenkenden Sachen in den Chat reinmachen. Wartet, bis der Lehrer da die Anweisung gibt, was in den Chat reingeschrieben werden soll. Und auch keine Links oder sowas, von denen ihr nicht wisst, was das ist. Wenn der Lehrer einen Link reinstellt, wird es vernünftig sein, aber nicht auf irgendwelche Links einfach draufklicken. Das würdet ihr bei anderen Dingen auch nicht machen. Immer, wenn sobald ich weiß, was für ein Link das ist, dann kann ich das machen. Ansonsten nicht. So, dann kann ich hier auf Personen klicken, da sehe ich, wer nimmt alles teil. Das ist jetzt hier gerade relativ überschaubar. Wenn ihr in der Klasse seid, dann sind dann mehr. Ich kann, wenn ich etwas sagen möchte, meine Hand heben, dann sieht der Lehrer das und er sieht auch in der Reihenfolge, wie die Hand gehoben wurde, wer da was sagen möchte und dann auch wieder die Hand senken. Und ich kann hier das Mikrofon ein- und ausschalten. Das mache ich jetzt besser nicht, sonst hört er mich nicht mehr. Aber jetzt ist es eingeschaltet. Wenn ich draufklicke, ist es ausgeschaltet. Und auch die Kamera kann man ein- und ausschalten. Hier unten sind Videoeffekte drin, damit man das entsprechend noch dann einrichten kann und eventuell die Hintergründe ausblenden. Wir möchten gerne eine Kamerakultur. Während jetzt Konzentrationsphasen, da ist es vollkommen in Ordnung, die Kamera auszuhaben. Aber wenn jetzt beispielsweise eine Begrüßung ist oder eine Verabschiedung, dann möchten wir gerne, dass die Kamera an ist, damit man sich auch gegenseitig sieht. Und wenn jetzt eine Diskussionsphase ist in der Klasse, dann ist es auch schön, dass die Kamera an ist. Wir zwingen nicht zur Kamerateilnahme, aber wir wünschen uns doch eine Kamerakultur und wir wünschen uns auch, dass das von den Leuten so ja, akzeptiert und genommen wird, einfach um dieses Gefühl darzustellen, wir sind in einer Klasse und wir sind eine Klasse. Ja, es kann anstrengend sein, wenn man ständig Bilder sieht. Das kann man übrigens auch ausschalten, ja, wenn man sich da ein bisschen genervt fühlt von den anderen Dingen. Dann kann man nur auf den Sprecher schalten und dann sieht man nur denjenigen, der jetzt gerade spricht. Oder ich kann auch eingehende Videos ganz deaktivieren und dann sehe ich die ganzen Mitschüler, aber auch den Lehrer jetzt beispielsweise nicht und kann mich dann aber wirklich voll auf den Unterricht konzentrieren, ohne dass ich das Gefühl habe, ich werde von allen angeschaut. Das ist so ein kleiner Tipp, den ich euch auch geben kann. So, wenn Toilette, wenn ihr zur Toilette wollt, dann kurz in den Chat reinschreiben, ja, BRB oder I'm back oder sowas, wenn ich dann wieder da bin und so weiter. Und dann habe ich noch das Letzte, nämlich das Thema Schulbücher. Ihr bekommt am Anfang des Schuljahres ein PDF. Das PDF sieht entsprechend dann so oder ähnlich aus. Hier sind dann viele Zugänge, wobei diese bei weitem nicht so interessant sind, weil wir in dieser virtuellen Kurshefte die Sachen reinbringen mit Erlaubnis der Verlage. Aber eine Sache ist ganz extrem wichtig hier, nämlich der Bereich sofatutor.com. Mit Sofatutor arbeiten wir sehr viel im Unterricht und das ist eigentlich eine ziemlich teure Sache auch. Und ihr bekommt das Ganze nur vollständig freigeschaltet, wenn ihr das mit diesem Freischaltcode macht. Wenn ich jetzt mal hier draufklicke, dann komme ich da hin. Ich nehme mal an, ich bin wahrscheinlich schon eingeloggt. Ihr müsst erstmal einen Account erstellen mit entweder der Schul-E-Mail-Adresse, das ist das, mit dem ihr euch einloggt, oder einer privaten E-Mail-Adresse, beides ist völlig in Ordnung. Und sobald ihr euch dann diesen Account erstellt habt bei Sofatutor, dann klickt ihr bitte auf Code einlösen. Also wenn ihr das schon mal gemacht habt und einen Account habt, müsst ihr natürlich keinen weiteren erstellen, sondern ihr könnt dann hier einfach eingeben, Code eingeben und das ist dann dieser Code, den wir hier in diesem Feld haben und dann seid ihr für 12 Monate freigeschaltet bei Sofatutor und habe dann Zugriff auf sehr viele Dinge. Es gibt aber auch Lerngruppen und ganz andere Dinge. So, das waren so die wichtigsten Dinge. Und eine Sache noch, wenn ihr das Passwort vergesst. Ah ja, eine Sache möchte ich euch gerne noch zeigen, nämlich wenn irgendwann mal Teams nicht funktionieren sollte, weil das irgendwie down ist von Microsoft aus oder sowas, dann gibt es bei uns ein Notfallprogramm. Es gibt ja hier einen Knopf intern bei uns auf der Webseite deutsche-online-schule.com. Da klickt ihr bitte drauf.
Und auf dieser Pinnwand werden wir dann informieren, jetzt beispielsweise aktueller Teams-Status, keine Ausfälle, heißt alles läuft ganz normal. Aber in dem Moment, wenn tatsächlich irgendwas ist, würde dann hier stehen Teams-Ausfall, bitte Notfall-Pinnwand benutzen. Und dann klickt ihr ganz einfach hier auf diesen Link und dort findet ihr die ganzen Ersatz-Notfallzugänge zu Videomeetings. Das ist eine andere Plattform dann für jede Klasse 1. Schaut euch das bitte schon mal an und dann könnt ihr direkt an der Videokonferenz teilnehmen und es läuft ganz genauso, wie es normalerweise auch funktionieren würde. Also Feueralarmübungen haben wir keine, aber sowas könnten wir beispielsweise mal als Alarmübung trainieren miteinander. So, ich hoffe, diese kurze Einführung hat euch gefallen. Das waren die wichtigsten Dinge mal zusammengefasst. Und damit können wir ins Schuljahr starten. Schön, dass ihr dabei seid und bis bald.